So, verdammte Scheiße. Lang kann es aber nicht mehr dauern. Entweder in Level 19 oder in Level 20 muss die Warp Zone sein oder wir haben sie vergessen. Aber das merken wir dann frühestens in den nächsten zwei Parts. Jetzt geht's mal in Wrath. Mit Super Meat Boy, dem Flashback, super schnell in der Beschreibung. So, achso, ja, das sind ja wieder die krassigen Bum-Bum-Dinger. Ah, okay, sprengt das auf. Aber nicht mich. Ah, wie doof muss man sein. So. Okay, da gibt es auch was zum Aufsprengen. Finde ich das gut oder? Achso, ein Knopf, okay. Okay. Ach du Scheiße. Aha. Ja, ich kenne mich auch total aus noch. Ich bin überhaupt nicht. Nein! Hat uns das Teil noch abgefetzt. Okay. So. Ach du Scheiße, wird das hier schwer. So, Knopf gedrückt, für was auch immer der war, aber für irgendwas wird er schon gut sein. Ach du Scheiße. Wisst ihr was? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber es würde sich so ein Super Mario Char total bringen, wer der zuerst kleiner wird, bevor er komplett stirbt. Yeah, das wäre noch mein Style. Oh nein, ich hab's gewusst. Okay. Sag mal, aber das ballert uns jetzt mal weiß ich nicht ab. So, ballert. Ey, nicht daneben. Au. Ey, das hat da unten getroffen, ey. Wow. Okay, dann nochmal. So, Knopf drücken, für was auch immer. Na, ganz ehrlich, was bringt sich der Knopf? Versuchen wir es mal ohne? Ich glaube, wir versuchen es mal ohne Knopf. Mal gucken, was passiert. So, jetzt. Ach so, das ist damit, dass da unten aufgeht, wahrscheinlich. Okay. Na? Ja, okay. Bandage habe ich bis jetzt keine gesehen. Wahrscheinlich gibt es auch wieder mal keine. Das heißt, wir brauchen nur Grade A. Was wir jetzt sowieso schon vergessen können, das Grade A. Naja. Okay. Nochmal. So, zuerst unten. So, und jetzt hier oben. Falsch. Nochmal. So, unten. Alles klar. Und oben. Hey, oben. Die ballern mich immer ab, wa? Die stehen drauf. Die stehen so richtig drauf. So, unten. Alles klar. So, aber jetzt. Ja. So. Nein, der ballert doch nach links. Ah, vergessen. Verflucht. Okay, nochmal. Na, höher hüpfen. Alter, da wie man sich da die Kleinigkeiten so merken muss, worauf man sich hier berücksichtigen muss. Oder man hat einfach nur Glück, wie gewisse Personen. So, ganz schnell hochgehüpft. Nein, ich hab's gewusst. So, hoch. Ja. So. Ja, der Baller. So, okay, alles klar. Und tschüss. Haben wir Grade A. Wir haben Grade A. Und es gibt keine Bandage. Also ab in den nächsten Level. In Junkman. Wow. Okay. Moment, ich glaube, ich habe da die Warpsung gesehen, kann das sein? Nein, ich bin einfach nur behindert, okay. Ah, wir haben die Warpsung übersehen. Toll. Okay. Na dann, die drei Alien-Dinger kümmern uns nicht. Oder doch, weil sie durch Wände fliegen können. Und wir nicht. So ein Alien-Ding als Charakter wäre aber auch nicht schlecht, ne? Das sollte ich sagen, Geist-Ding? Die können durch Wände fliegen und werden durch nichts kaputt. Was will der Typ? So, Fly Ranch. Jo.
Okay, dann der Kid. Ja, ist auch mal draußen eingesetzt. Erneut. Und wisst ihr auch warum? Das zeige ich euch gleich. Ist links eine Wand? Ne, links ein Kreissägen. Okay, dann bringt er sich. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Geht doch mal weg, ihr Scheißdinger. So, genau deswegen. So, was? Oh, oh mein Gott. Oh, hey. Cool. Yeah. Ja, great, ah. Alter, ey, oh, da unten bei den Gangster mit Boys Dingen. Ding. Ah nein, wie hab ich da gesagt? Ah ja, genau, Creepy Meaty. So. Ich glaube, da war nämlich eine Bandage, das kann sein. Kann das sein? Ja, da war eine Bandage, ich hab's gewusst. Das war viel zu offensichtlich. Na gut, okay, Greater haben wir immerhin schon mal. Nein. Alter, diese Typen als Gegner da gefallen mir so gar nicht. Na. Okay. So, dann spreng gleich diesen scheiß Alien-Kopf mit, bitte. Ah, das wäre zu schön. So, wieder genau dieselben zwei Löcher aufgesprengt. Ach du Shit. Ah, du heilige Scheiße. Oh fuck, wie sollen wir da runterkommen? Ah, okay. Runterkommen ist kein Problem, aber runterkommen ohne dass unser wir explodieren, das ist schon ein Problem. Leider. So, weiterlaufen. Okay. Es lockt und es geht schon wieder. So. Erstmal hierher laufen. Oh. Oh fuck, shit. Oh shit. Sind die schnell? Alter, aber den Alienkopf müssen wir auf jeden Fall abhängen bis nach rechts. Weil sonst kriegen wir recht ziemlich Zeitdruck und das gefällt uns hier so gar nicht. Oh. Okay, probieren wir es mal mit. Naja, okay. Mit der können wir schnell wegfliegen. Naja, werden wir es irgendwann mal schaffen. Wow. Bringt sich irgendwie nicht wirklich, oder? Aua. Scheiße, die kann man irgendwie steuern, aber total schwer. Ich kenne mich da sowas von gar nicht aus. Warte, ich probiere jetzt mal, wenn ich rauf drücke. Dafür muss man ja fliegen. Stimmt, okay. Das wollte ich jetzt nicht. Nächster Versuch. Na gut, okay, ich kann mit dir einfach nicht umgehen. Wer ist super schnell? Runman. So, aber da muss ich jetzt den kompletten Weg laufen, ne? Na gut, okay, mal gucken, ob das schwer ist oder nicht. Ah, jeder hat Vor- und Nachteile. Aber der Level ist und bleibt schwer zu erreichen, diese Bandage. Nein. Alter, was wollt ihr?
Okay. Ich glaube, mit der Kids sind wir hier einfach am besten dran. Versuchen wir unser Glück. Nein. Alter. Weißt du was? Was ist, wenn wir dich zuerst hier nach links locken, ne? So, und was sagst du jetzt? Ha! Oh scheiße, jetzt sind zwei rechts. Na gut, das wollte ich jetzt noch weniger. Hahaha. So. Es sind schon wieder zwei rechts. Kommt nach links. So, und jetzt bleibt er links. Okay. Nein. Oh fuck. Ja, ich lebe. Nein, der Alienkopf ist auch da. Oh shit. Also durch Kreissägen werden die auf jeden Fall schon mal nicht weggemacht. Vielleicht durch solche Midi-Creepies, aber bis ich die da runterkriege, man. Ja, da muss es eine einfachere Lösung geben. Es ist doch nur wegen den einen da. Die Kreissäge mussten sie ja da unten hingeben. Da bin ich immer Angst anzukommen. Okay, so. Okay, Ausweichmanöver. Shit. Scheiße. Das war ein Kack-Ausweichmanöver, dass man das so nennen darf. So, okay, alles klar. Noch ein Ausweichmanöver. Das ist jetzt der letzte Versuch, Leute. Nein. Okay, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Tschö.